Ja, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe mir wieder einige Informationen hier raufgeschrieben. Dazu komme ich auch gleich, aber als erstes möchte ich mich bei jemandem bedanken. Ich habe was von meiner Amazon-Wunschliste zugeschickt bekommen und da darf ich mich ganz recht herzlich bei dem Dirk bedanken. Der hat mir so einen USB-Port für den Schreibtisch zugeschickt. Und dem ist ganz praktisch, dass man hier das Handy dann reinstellen kann und dann halt sieht, wenn irgendwie eine wichtige Nachricht oder was ähnliches halt eingeht. Dirk, ganz, ganz vielen lieben Dank. Es freut mich sehr. Und vor allen Dingen muss ich mich bei euch allen bedanken für die vielen, vielen wirklich tollen Kommentare. Und ich habe in den letzten 3 Wochen eigentlich auf gar keinen Kommentar geantwortet. Ich war nämlich im Urlaub. Die mir auf Instagram folgen, werden es wahrscheinlich mitbekommen haben. Da habe ich manchmal was Kleines hochgeladen, aber auch wirklich nicht viel. Aber hier auf meinem YouTube-Kanal ging es weiter. Es kam jede Woche kamen 2 Projektvideos und dann noch ein Tipps-Video. Und das hat echt super, super gut funktioniert. Und das konnte ich halt auch nur realisieren, dank meines lieben Videocutters Marius. Dankeschön, dass das so super cool funktioniert hat. Es läuft dann so ab, ich habe vorproduziert diese Projekte. Die Videos habe ich vorgedreht und ich war dann unterwegs. Marius hat sie von zu Hause aus geschnitten oder dort, wo er halt gerade arbeitet. Und ich habe es dann unterwegs dann noch bearbeitet. Dann war ich halt 2 Wochen mit der Julia und dem VW-Bus in... Wo habe ich es aufgeschrieben? Wir waren als erstes in Frankreich, immer an der Küste vorbei, Richtung Spanien, Portugal, dann noch nach Gibraltar und dann wieder nach Hause. Dann war ich letzte Woche noch auf dem Festival, deswegen ist meine Stimme noch so ein bisschen kaputt. Ich weiß auch nicht, warum das passiert ist. Und ja, jetzt ist der Urlaub vorbei und jetzt freue ich mich wirklich endlich mal wieder in der Werkstatt zu sein und richtig was machen zu können. Ja, wir waren in Gibraltar, jetzt ein bisschen abgekackt, kann ich wirklich jedem empfehlen. Ich muss es zugeben, ich wusste nicht, dass Gibraltar ein eigenes Land ist. Die haben auch ihre eigene Währung. Die haben nämlich noch die britische Pfund. Und die sprechen dorthin auch wirklich British English. War wirklich richtig witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so in Gibraltar aussieht. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, dass ihr da, wenn ihr mal in der Nähe seid, mal einen Abstecher rüber macht. Wir haben dort auch noch den Affenberg. Keine Ahnung, ob er so heißt. Auf jeden Fall sind dort Affen. Und da könnt ihr dann mit einer Seilbahn hochfahren. Und habt auch eine richtig coole Aussicht. Was mir dort wieder aufgefallen ist, sobald es irgendwie was Außergewöhnliches gibt, drehen manche Leute so ein bisschen am Rad. Wie gesagt, da laufen Affen rum und es war so wirklich witzig mit anzusehen, dass manche super laut waren, haben rumgeschrien. Und da wurden auch schon ein paar gebissen, weil sie auch so blöde waren und haben da rumgeplärrt wie der Blöde. Und ihr seht im Hintergrund, glaube ich, eine kleine Aufnahme. Ich habe das Tierchen gefilmt, aber ich bin nicht zum Tier gegangen, der Affe ist zu mir gekommen, deswegen sehe ich da dieses Mal auch kein Problem, dass ich so nah mit der Kamera am Tierchen dran war. Gibraltar war auch mit so ein Highlight von unserem Trip und wie gesagt, kann ich jedem empfehlen, war wirklich super schön. Dann habe ich euch in der letzten Folge Neuigkeiten gefragt, ob ihr Pläne von diesem Möbelstück möchtet, das heißt mein persönliches Meisterwerk. Es ist auch wirklich mein persönliches, für mich natürlich gesehen, das Meisterwerk. Das gefällt mir zumindest mal am besten. Und ich habe euch gefragt, ob ihr Pläne möchtet. Und ihr habt mit 55% abgestimmt, dass ihr Pläne möchtet. Also wird es jetzt bald Pläne geben. Dauert natürlich jetzt noch ein bisschen. Aber so habt ihr abgestimmt. Danke, dass ihr daran teilgenommen habt. Dann kommen wir zur Katastrophenschale. Das war auch so eines von den letzten Projekten. Und viele haben mir geschrieben, dass ich doch das Teil nochmal abdrechseln sollte oder neues Harz drauf machen soll. Aber bei dem Projekt, muss ich für mich sagen, lohnt es sich für mich nicht, weil es mir einfach überhaupt nicht gefällt. Also das Projekt ist halt wirklich komplett in die Hose gegangen und für meine Verhältnisse finde ich, dass man das hier nicht mehr retten kann. Deswegen mache ich hier auch nichts mehr dran und habe jetzt ganz viel dazugelernt und weiß mal wieder, wie es nicht geht. Dann habe ich vor kurzem noch ein Regal gebaut. Dort musste ich mega viel pfuschen, weil sich das Holz verzogen hat und. Und zuallererst mal, warum hat sich das Holz verzogen? Das haben auch viele in die Kommentare geschrieben. Also wenn du es noch genauer wissen möchtest, lies dir mal die Kommentarzeile durch. Super, super viele kompetente Antworten. Viele haben geschrieben, dass sich das Holz verzogen hat, weil es so breit war und es so dünn dann aufgeschnitten worden ist. Stimmt, ist absolut so. Nur ich wollte mal ausprobieren, wie viel man das ausreizen kann. Und ich habe nämlich ein eigenes Video gemacht, wie man so ein Brett verleimt. Das werde ich ja mal oben rechts verlinken. Ich habe einen Tipp bekommen vom lieben Sebastian. Wusste ich nicht, hatte ich nicht auf dem Schirm, dass man das machen kann. Als Schreiner kann ich dir nur 2 Tipps geben. Das Holz rund wird, kann immer passieren, wenn es nicht richtig trocken ist. Deshalb, wenn du mit Massivholz arbeitest, nach Feierabend immer einspannen, so bleibt es gerade, auch wenn es etwas nachtrocknet.
nicht gewusst, werde ich vielleicht mal ausprobieren beim nächsten Projekt. Und der zweite Tipp war halt eben noch, dass man kleinere Streifen schneidet. Das war mir bekannt. Ich habe ja ein eigenes Video auch drüber gemacht, wie man ein Brett verleimt. Da habe ich auch die Streifen dünner geschnitten. Was ich da noch super cool fand, war, dass viele von euch geschrieben haben, dass das Projekt trotzdem cool finden und es ihnen auch gefallen hat. Der Michael hat mich auch noch geschrieben, danke für das Projekt. Ohne diese könnte ich die Kommentare unten gar nicht lesen und noch mehr dazu lernen. Das ist auch so ein bisschen Idee hinter der ganzen Sache hier. Die Leute, die es besser wissen, können das in die Kommentare schreiben und dann haben alle ein bisschen was dazugelernt. Dann habe ich letzte Woche noch einen Flaschenöffner gedrechselt und da habe ich ein bisschen spezielleres Finish benutzt, weil da habe ich auch ein paar Fragen bekommen. Als erstes vom Knuspercookie ist das Klarlack, den du da am Ende raussprühst. Ich zeige das euch mal. Du meinst ganz hier hinten diese Dose. Das ist Aktivator und dieser Aktivator ist speziell für den Sekundenkleber, den ich benutzt habe, gedacht. Bevor ich euch den Aktivator zeige, kann ich noch auf eine andere Frage eingehen, die passt nämlich gerade. Hallo Philipp, welchen Sekundenkleber nimmst du? Welchen Hersteller? Wo steht ein Hersteller? Also ich benutze hier den Sekundenkleber, wurde ich auch ein paar Mal gefragt, aber das Zeug, müsst ihr mal in die Videobeschreibung schauen, das ist eigentlich meistens verlinkt. Da könnt ihr dann draufklicken und findet halt, was ich benutze. Aber für was ist jetzt der Aktivator gedacht? Und zwar ist es jetzt so, wenn ihr zum Beispiel was aufklebt und möchtet halt einfach, dass es ein bisschen schneller funktioniert, könnt ihr hier den Sekundenkleber aufgeben, sprüht hier ein bisschen Aktivator drauf und aktiviert im Prinzip den Sekundenkleber. Der ist dann jetzt auch ziemlich schnell fest. Ihr seht, der Aktivator ist jetzt trocken und mit dem Aktivator aktiviert ihr den Sekundenkleber. Klar braucht man das in den meisten Fällen nicht, aber wenn ihr speziell Stifte drechselt oder halt dieses Finish aufbringt, ist es schon ratsam, weil es dann einfach ein bisschen schneller geht, wenn ihr mehrere Schichten aufträgt. Aber in der Regel braucht ihr es nicht. Aber bei diesem CA-Finish, Superkleber-Finish, was man auch oft für Stifte macht, benutzt man es halt einfach. Falls das noch jemand fragen möchte, diesen Sekundenkleber, das ist dann im Prinzip nur eine Materialschicht. Habe ich den gemacht? Da hinten habe ich den gemacht. Diese Materialschicht. Bin ich bedeppert. Ich hatte es eben in der Hand gerade. Es gibt noch sogenanntes Micromesh. Das ist einfach ganz einfaches Schleifpapier mit ein bisschen Unterfütterung. Das geht bis zur Körnung 12.000. Das bedeutet, ihr poliert dann diesen Sekundenkleber richtig in verschiedenen Körngrößen. Ihr seht ja hier sind einige Pads drin. Und ihr tragt den Sekundenkleber auf und könnt dann halt einfach ein richtig. Ich glaube, im Englischen sagt man glossy, scheinendes, glänzende, eine glänzende Oberfläche erzeugen. Auch unter diesem Video wurde ich ein paar Mal gefragt, wo ich diese Bausätze kaufe. Der Alexander hat das nämlich zum Beispiel auch gefragt. Danke für deine Nachricht, Alexander. Und wo kaufe ich das Zeug? Ich habe es nämlich nicht verlinkt. Das liegt zum ersten Grund daran, dass ich diesen Bausatz auf einer Webseite bestellt habe, bei der ich dann später nochmal was bestellt habe. Und ich war nicht so zufrieden mit dem Service, ich kann es euch kurz beschreiben, was das war. Auf dieser Webseite habe ich nämlich zum einen hier so einen Planfräser bestellt. Den braucht man, wenn man Stifte drechselt, dann fräst man die Plan. Und die habe ich zu einem dort gekauft. Da hat halt gestanden, das ist der Universalplanfräser. Und zum Beispiel für Füller braucht man das nicht. Da habe ich mir extra den teuren geholt, damit man dann alle fräsen kann. Ich werde es so machen, dass man es halt unten beschreibt. Den Planfräser braucht ihr für folgende Bautypen. Das war mal der erste Grund, aber der zweite Grund, warum ich dort nichts mehr bestelle und das auch nicht verlinke, sind hier diese blöden Teile. Das sind Bushings oder Distanzstücker. Die braucht ihr halt eben, um eure Stifte zu drechseln. Ihr habt hier nämlich dann eine Mandrel. Auf der drechselt ihr dann nämlich Stifte und andere Teile, aber ich benutze derzeit nur zum Stifte drechseln. Und ihr habt dann hier euren Stift. Da ist hier eine Messinghülse, die kommt als erstes hier drauf. Und später braucht man halt hier diese Bushings, damit man das Teil halt richtig spannen kann. Denn diese ganzen Bausätze haben alle unterschiedliche Durchmesser. Und diese Bushings, die ich auf dieser Webseite bestellt habe, haben einfach nicht gepasst. Da konnte ich halt diese Bausätze alle nicht drechseln. Habe hier halt auch unnötig Geld ausgegeben, weil wenn man dann auf einer anderen Webseite bestellt, ist das ein bisschen schwierig mit den Durchmessern und Thema für sich. Ich wollte diese Webseite nicht verlinken, wo ich das Zeug gekauft habe, weil ich einfach nicht zufrieden war und ich einfach nicht Werbung für die Firma machen wollte,
wo ich gar nicht zufrieden war. Das war der eigentliche Grund. Dann gab es in einer Woche noch zwei Wunschvideos, denn ich habe schon super oft eine Nachricht bekommen, ob ich nicht mal ein Video über meine Tischkreissäge und gleich auch die Bandsäge, die werden wir uns auch noch anschauen, ob ich da nicht so ein Video machen könnte und ich es euch einmal mal vorstelle, weil es ja eine alte Maschine ist und man die nicht mehr so oft sieht. Da gab es auch ganz, ganz viele coole Nachrichten und auch da wieder danke für deinen Kommentar. Der Brownies Bastelhütte hatte mich auch geschrieben, weil das habe ich in dem Video auch angemerkt, dass das eine richtige Profimaschine ist und die früher schon sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Ich habe jetzt genau hier dieses Exemplar für 300 Euro gekauft. Das war ein richtiger Glücksgriff, denn ich habe mal vor kurzem geschaut, kosten eigentlich alles um die 1000 Euro und da hat der Brownies Bastelhütte geschrieben, hallo, hab sie gefunden in der Bucht, 2500 Euro. Also manche wollen noch richtig viel Geld für so eine Maschine. Aber so viel würde ich nicht für diese Tischkreissäge hier bezahlen. Absolut nicht. Dann ist mir noch ein kleiner Fehler nämlich in diesem Video unterlaufen. Das ist auch der Grund, warum ich hier diese Neuigkeiten-Videos super finde. Da kann ich auch einfach auf einen Fehler eingehen, den ich dann in einem Video gemacht habe. Und zwar ging es um die Schnitthöhe. Der Michael hat gefragt, bis zu dem Video wollte ich die Maschine eigentlich auch noch haben, aber ist die maximale Schnitthöhe echt nur 60 mm bei einem 300er Blatt? Das stimmt nicht. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Ich werde mal das Blatt übrigens gerade rauskurbeln, weil mir manche noch geschrieben haben, dass die Maschine unbrauchbar ist. Und ja, ich fand es ziemlich amüsant. Müsst ihr euch vorstellen, jetzt hört ihr es so ein bisschen, jetzt geht es ein bisschen schwieriger. Das sah aber jetzt alles noch okay. Jetzt haben wir eine Schnitthöhe von 60 mm und die letzten paar Zentimeter muss man einfach ein bisschen fester drehen. Und ich merke auch immer wieder selber, ich brauche diese hohe Schnitthöhe wirklich nicht oft, deswegen ist es auch überhaupt kein Problem. So, das hier ist jetzt fast ganz draußen. Ja gut, jetzt haben wir auch 100 mm Schnitthöhe. Danke, dass ihr mich darauf hingewiesen habt. Ihr habt es jetzt gesehen, wir haben jetzt hier 100 mm Schnitthöhe, also einiges an Material und damit kann man eigentlich alles bewerkstelligen. Dann gab es noch ein Video über meine Bandsäge. Wie gesagt, das war so die Maschinenvorstellungswoche. So nenne ich es ganz gerne. Da habe ich euch einfach mal meine Bandsäge gezeigt und da gab es zwei ganz klare Themen. Als allererstes habe ich das Thema mit dem FI angesprochen. Ich werde es jetzt nicht mehr ansprechen, aber ich wollte es euch einfach in dem Video sagen, dass wenn ihr euch mich auch so eine alte gebrauchte Maschine kauft, ihr da wirklich mal drauf achtet und das ist halt auch für euch wieder eine Handlungsgrundsache, dass ihr so eine Maschine vielleicht ein bisschen günstiger bekommt. Auch haben mal ein paar Leute gefragt, ob ich mal meine Stromzufuhr zeigen kann. Und das hier ist sie. Wir haben eigentlich jede Steckdose separat abgesichert. Also die sind auch alle belegt. Außer dort oben die drei, die sind nicht belegt. Und hier unten ist auch der FI drin. Und das hier ist so die Hauptstromverteilung in meiner Werkstatt. Dann noch zum Thema untere Blattführung. Ich wollte das Thema mal in Angriff nehmen und ich habe noch dafür extra eine alte Blattführung gekauft und das hier ist sie. Ich habe echt ganz, ganz Großes drauf gesetzt, dass die hier passt, aber leider ist dafür wirklich absolut nicht genug Platz und wenn ich das mal in Angriff nehme, muss ich da komplett selber was bauen, aber na, jetzt habe ich eine schöne Blattführung, falls ich die mal irgendwie anders, weil die ich brauche. Aber hier mal eine kleine Umfrage. Fändet ihr es cool, wenn ich in einem Video zeige, wie man sich eine untere Blattführung selbst baut? Das ist bestimmt für den einen oder anderen echt interessant, weil der auch dasselbe Problem hat wie ich. Also nehmt mal hier an der Umfrage dran teil. Es ist mal nur so eine Vorab-Umfrage, weil ich nicht weiß, ob ich es wirklich mache, denn ich arbeite schon die ganze Zeit so mit der Maschine und es funktioniert auch schließlich ziemlich gut. Manchmal nicht ganz so gut, aber das kann man dann meistens verkraften. Das soll es dann für das heutige Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte ein paar Antworten geben, die euch allen ein bisschen weitergeholfen haben. Und ach, Alter. Falls du trotzdem eine Frage hast, schreib die gerne mal in die Kommentare. Ich versuche die wirklich immer zu beantworten. Jetzt bin ich ja wieder zu Hause. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Video mal. Tschüss.